Also ich hätte auch eine Frage zum ORF-Gesetz, weil Sie in Ihrer Bewerbung 2006 auch geschrieben haben, dass Sie dieses Gesetz gut kennen. Und eine primäre Frage, die sich unsere Medium schon lange stellt, ist die, wie lange ist die gesetzliche Bewerbungsfrist? Weil wir wissen, es ist 4 Wochen, steht im Gesetz. Sehen Sie das auch so? Erstens, gibt es dann, wenn im Gesetz nur 4 Wochen drinnen stehen, eine Nachrechtfrist? Sowohl 2006 als auch 2011. Und die Frage ist dann noch die nächste, wie viele Bewerber hat es zum Informationsdirektor gegeben? Oder Programmdirektor in diesem Jahr? Fernsehdirektor, zusammengelegt. Also Informationsdirektor, frage den Dr. Wrabetz in seiner Nachfolge nämlich. Und wie unterscheiden sich die Konzepte der anderen Bewerber von der jetzt gewählten? Also jetzt rein gesetzlich braucht man da gar nichts ändern. Es gibt eine Bewerbungsfrist. Im Hinblick auf den Direktorenvorschlag bin ich nicht an Bewerbungen gebunden. Ich hätte auch sozusagen Personen vorschlagen können, die sich gar nicht beworben haben. Ich habe aber nur Personen vorgeschlagen, die sich A beworben haben und B innerhalb der Bewerbungsfrist beworben haben. Und daher verstehe ich den Hintergrund. Na, die Frage war bezogen auf die Generaldirektorwahl, wo im letzten Durchgang 2006 nachnominiert worden ist, im Gesetz aber keine Nachnominierung laut Auskunft der Arbeiterkammer drinnen steht und Sie selbst als Person ja in Ihrer Bewerbung damals als nachnominierter Kandidat, dessen Bewerbung erst viel später eingelangt ist, gesagt haben, dass Sie das Gesetz kennen und ob Sie sich dann dem Gesetz verpflichtet fühlen oder ob es eine gesetzliche juristische Grundlage für Ihr jetziges Generaldirektor-Dasein hier gibt, dass in einem Gesetz drinnen steht, dass Sie ordnungsgemäß de jure zum Generaldirektor gewählt worden sind im Jahr 2006 für die Periode 2007, 1.1.2007, bis Ende dieses Jahres. Na gut, es ist ein bisschen spät, die Frage zu klären. Weil nein, die ist nicht spät, weil Sie sind ja jetzt noch... Ja, ich bin im Amt und es zweifelt niemand daran, dass das Ordnungsgemäß Nein, aber ist es okay, ein Gesetz zu umgehen? Nein. Na, also, aber es ist auch keine Umgehung, ich glaube, wir brauchen jetzt nicht da... Na, wann hat die Bewerbungsfrist geendet, 2006? Am 28. August und Ihre Bewerbung, am 28. Juli und Ihre Bewerbung war am 10. Ja, ich heiße Martin Roger Müller und ich bin zufälligerweise derjenige Kandidat, der unter Nichteinhaltung von der APA, von ihren sonstigen Regeln und anderen Medien als ihr Konkurrent sehr stark denunziert worden ist. Vom ersten Tag an, am 29. Juli, können Sie viele Medienberichte lesen, wo der Kurier meine Flyer genommen hat, ohne mich zu fragen. Auch das Wirtschaftsblatt, wo die APA wieder, da kennen Sie wahrscheinlich, dass es einen Journalistenkodex gibt, wieder den Journalistenkodex zitiert hat, nicht das Kapitel genannt hat. Ja, darf ich jetzt noch eine weitere Frage? Meine Bewerbung. Weil ich glaube, es geht doch jetzt, das ist eine bilaterale Diskussion. Es geht nicht darum, ob Sie juristisch die Jure im Amt sind und Sie können das nicht beantworten. Ich bin im Amt. Und wenn Sie, aber gibt es eine Nachrichtfrist oder gibt es keine? Zum Bundeskommunikationssenat und oder was. Na, wieso? Aber das wäre dann ja Untreue. Dann hätten Sie ja kein Gehalt nicht juristisch. Ich hätte eine Frage zum Programm. Entschuldigung. Na gut, eine Frage noch bitte. Ja, und zwar, Sie kennen ja das Projekt Künstler für Frieden, weil Sie... noch einmal bitte. Der Dr. Wrabetz kennt, glaube ich, das Projekt Künstler für Frieden, weil in 2 Artikeln oder Sendungen im ORF 1, in Ö1 meine ich, Entschuldigung, das ja so gelobt worden ist, er als Mitmarschierer neben den Stiftungsräten genannt worden ist und er und die Stiftungsräte auch wissen, dass der österreichische Staat im Jahre 1998 die Originalkunstwerke des Urhebers Karl Müller wegen ungeziefer Gefahr vernichtet hat, weil das in der Bewerbung drinnen gestanden ist und nächstes Jahr ist 30-Jahres-Jubiläum. Und es würde mich interessieren, um in Anbetracht der verstorbenen Künstler für Frieden, Fritz Mulier, ein Publikumsrat, und oder Alfred Rüdlitschka, einer der unter den 10 meistverkauften Künstlern Österreichs, oder Georg Danzer,
auch verstorben, aber auch den anderen 200 noch Lebenden, wie Harry Belafonte, der jetzt zur Biennale eingeladen ist, die alle damals unentgeltlich mitgearbeitet haben und über 100.000 Menschen bewegt haben, man im nächsten Jahr 2012, auch eine Frage an die neue Programm- oder Fernsehdirektorin, ein Gedenken, eine Sondersendungsserie, Programm machen kann, um den Kulturstandort Österreich als auch den ORF als Marke vielleicht wieder zu stärken. Herzlichen Dank, wir werden das prüfen. Das ist jetzt doch eine sehr detaillierte Frage. Danke sehr herzlich für Ihr Kommen. Danke. In die Flucht geschlagen. Ich kann euch noch was sagen. Also andere Länder, so wie Deutschland, sind ein bisschen intelligenter. Die haben zum Beispiel letztes Jahr, wie sie die Kulturhauptstadt waren, sind sie auf Frieden schon beim Mordei gebrochen. Also so unwichtig ist es nicht, dass es korrekt ist. Also ein Cartoon, dass man da nicht drüber reden kann. Ach so, ja. Zu der Frage zu den 30 Tagen. Das ist auch so die Ziel. Das ist keine Regelsicherung mehr. Das ist wirklich ein Nachhinein. Das ist von Leben des Überraschungsoptimums. Also, wenn es zweitens hat, verschließungsmacht, also Verschwiegenheitspflicht oder nicht, zu der Bewerbung. Na, das ist einmal so weit bin ich noch nicht gekommen. Der Stiftungsrat hat eine Verschwiegenheitspflicht. Wenn meine Bewerbung zu ihm geht, darf davon doch nichts nach außen gelangen, weil er nicht einmal die eigene Auferlegung des Stiftungsrates, ja, laut dem Herrn Karas, der das ausgearbeitet hat, so Stiftungsrat Karas, also Entschuldigung, Caritas, laut dem Herrn Küber, Caritas, der das ausgearbeitet hat, sogar diese Selbstverlauf auferlegten Regeln, die einem Art Redakteurs, aber sagen wir Stiftungsrat, die bestimmt Blutkodex entstehen und entsprechen würden, so geheim sind, dass sie nicht an die Öffentlichkeit dürfen, können dann Sachen aus meiner Bewerbung an den ORS-Stiftungsrat, ja, in der APA, die zu 43% im ORF gehört, wieder der Zitatvorschriften, den Journalistenkodex, zitiert werden. Zwei Sätze wortwörtlich aus meiner Bewerbung raus, ist das legal oder illegal gewesen? Hat ein Stiftungsrat seine Verschwiegenheitspflicht gebrochen oder nicht? Ich weiß es nicht, was die Stiftungsräte gemacht haben, das kann ich nicht sagen. Okay, na, aber es steht so in den Medien drin und habe ich auch den Dr. Rabe zugeschrieben in meiner Bewerbung jetzt zum ORF-Programmdirektor. Also er müsste darüber schon Bescheid wissen. Was? Vielleicht meint er. Er muss darüber Bescheid wissen, ob der Stiftungsrat irgendwas in der Presse gesagt hat. Nein, weil ich sie geschrieben habe. Wenn er das liest, wenn er gewissenhaft Bewerbungen durchliest, weil er ja nicht wissen kann, bevor er es gelesen hat, ob sie besser oder schlechter ist als eine andere. Und, dann müsste und der Stiftungsrat muss auch das wissen. Müsste er jetzt was wissen?
Was? Dann müsste er was wissen, wenn er Ihre Bewerbung gelesen hätte, was er wohl haben wird. Was er wohl haben wird? Dann wird er wissen, dass? Dass der Stiftungsrat oder dass ein Stiftungsrat, ja? Beziehungsweise wissen das viele Medien, weil ich sie auch angeschrieben habe und ich frage dann zum Beispiel, hat der ORF ein Objektivitätsgebot, weil ich ja auch die Zeitung Bildredaktionen alle angeschrieben habe. Und ich möchte wissen, ob der ob. Ja, na, es sind viele Sachen. Die Bewerbung war. Die Bewerbung, Einreichung, eingeladen beim Notar bis zur Wahl am 9. Am 29. Also 28. war die Frist, am 29. war der erste Tag, wo man hätte berichten können und auch berichtet hat. Sind es mehr oder weniger fast 2 Wochen, 12 Tage. In diesen 12 Tagen sind einige Sachen passiert. Und in diesen 12 Tagen wurde der ORF und die Zeitung Bildredaktion, wo ich das ORF bis jetzt so verstehe, dass der ORF bei aktuellen, die Öffentlichkeit betreffenden Sachverhalten schon zu berichten hat. Und da meinen Sie jetzt eine Bewerbung eines Kandidaten gehört dazu? Gehört dazu, ja. Okay. Meine ich gehört dazu, meinen Sie, das gehört nicht dazu? Ich persönlich würde sagen, ja, das ganz sicher gehört das nicht dazu. Können Sie uns alle schriftlich geben? Das ist meine persönliche Meinung, kann ich nicht sagen. Ja, okay, na, das gebe ich Ihnen, weil der ist von mir. Okay, danke. Also. Danke sehr. Aber. Na, was sind Sie jetzt in der Pressesprecher oder was? Nein, ich bin im Büro von einem Generaldirektor. Ja, aber aus dem Büro. Okay, das Büro besteht aus mir, aber was machen Sie im Büro? Sind Sie der Assistent von Herrn Generaldirektor? Okay, gut. Ja, das ist auf dem Büro heißt, Sie können ein Sekretär sein, Assistent, ich weiß nicht was, ja. Das kann ein Praktikant, ja. Das meine ich jetzt, wenn aus dem Büro ist, mir zu wenig Information gewesen. Ja, okay. Gut, also das heißt, die sind so wie die rechte Hand, also es wäre indirekt so, wie wenn ich jetzt zu seinen Ohren spreche. Nicht? Ich könnte aber sagen, weil es mehr oder weniger so weitergeben. Sie sind auch sich der ORF-Gesetze und dieser Lage bewusst und meinen, wo ist das ausjudiziert? Können Sie mir diesen Spruch durchziehen, wo das ausjudiziert worden ist? Ich habe mich ja beworben. Und ich bin nicht vorgeladen worden zum Stiftungsrat. Es wurde mir kein juristisches Gutachten geschickt oder irgendetwas. Habe ich angefragt beim Kundendienst. Mit einer Mail beim Kundendienst. Das heißt, Sie haben sicher was davon mitbekommen. Na, ist nicht relevant, wenn der Stiftungsrat, hat er eine Adresse, der Stiftungsrat? Ja, Sie können dem Stiftungsrat schreiben, ja. Über welche Adresse? Der österreichische Rundfunk. Genau, habe ich ihn ja geschrieben. Ja, habe ich ihn geschrieben, am Donnerstag. Also bevor diese Nachnominierungsfrist aus war. Ja. Und das haben Sie alles nicht mitbekommen? Das habe ich nicht mitbekommen, aber das ist auch... Auch der Dr. Brabitz nicht. Und dass ich die Zeit mit Bildredaktionen angeschrieben habe, haben Sie auch nicht mitbekommen. Ich habe das nicht mitbekommen, aber wieso sollte ich das mitbekommen? Könnte es sein, das ist jetzt nur eine Frage, können Sie mir das beantworten, warum aus meiner Bewerbung, ja? Kann ich Ihnen nicht beantworten. Ich weiß es nicht. Nein, das ist aber die Jura nicht okay. Sie wissen, was ich meine, es kann nicht sein. Und das Zweite ist, was Sie auch wissen, das wissen Sie 1000%, dass das nicht geht. Ja, aber mit Ihrer Kolleginnen, danke. Das wissen Sie 1000%, dass das nicht geht. Und Sie wissen, dass der ORF ein Objektivitätsgebot hat und über gewisse Sachen. Aber das haben wir schon gehabt. Das haben wir schon gehabt. Ja, und muss er dann darüber berichten oder nicht? Das ist eine Frage, die. In der Zeit zwischen den Wahlen, zwischen der Ausschreibung und der Wahl, wo es in meinen Augen tagespolitisch relevant ist, wenn man solche Sachen geklärt haben möchte. Öffentlichkeit darüber informieren? Ja. Oder ist er dazu verpflichtet, die Öffentlichkeit zu informieren? Oder nicht? Diese Abwägung, dass das Objektivitätsgebot gefällt, würde ich jetzt gleich machen, nur an den Herrn Generaldirektor. Nein, das ist jetzt wie vom Programm. Ich rede jetzt. Richtig, Sie reden vom Programm. Objektivitätsgebot betrifft das Programm. Ja, nein, ich rede jetzt von zwei Sachen. Das Programm habe ich einmal beworben. Okay. Ich habe mich beworben im Jahr 2006. Zum Programmdirektor. Im Jahr 2007, nachdem die UNESCO, kennen Sie die UNESCO-Konvention zur Vielfalt und zur... Ja. Fühlen Sie sich in der ORF dazu verpflichtet? Ich bin nicht Unternehmenssprecher. Okay, der Herr Generaldirektor Brabitz ist aber derjenige, der das wissen muss.